So, beim liegenden Anschlag brauchen wir nochmal den Riemen. Dann haben wir hier einen mit Feinjustierungsmöglichkeit. Da könnt ihr über die Stellschraube die Länge nochmal individuell einstellen. Viel wichtiger ist aber vorher die Aufhängung und die Anbringung am Oberarm. Bei der Aufhängung haben wir jetzt hier den Haken benutzt. Da können wir den Riemen einfach sicher einhaken. Er kann nicht verrutschen, nicht weggehen. Man kann die Riemenhöhe einfach hier über die Lasche noch verändern. Einmal kurz öffnen, rausschieben oder hochziehen. Der Max hat den Riemen relativ hoch, also sind wir in der letzten Einstellungsstufe. Wenn ich jetzt noch höher wollte, müsste ich auf die Aufhängung verzichten und den Riemen direkt in den Haken einhängen. Dann beim Zumachen darauf achten, dass er halt nicht irgendwo unten am Arm die Ader abdrückt, sodass wir einen Puls auf den Riemen bekommen. Also sollte hier oben immer noch locker 2 Finger breit durchpassen. Ich kann das dann bei diesem Riemen über die Schraube noch ein bisschen fixieren, noch ein bisschen enger machen. Und man sieht jetzt hier auch sehr schön, dass alle Falten Richtung der Stellschraube gehen, sodass sie halt auch nicht irgendwo unter den Riemen sich dann abdrücken und dementsprechend auch wieder Puls auf den Arm bringen. Die Riemenlänge stellen wir gleich individuell im Anschlag ein. Dafür haben wir hier nochmal den Schnellverschluss. Das erstmal soweit zur Riemenanbringung und zum Schließen.